So, Perspektive ist ein bisschen schief, aber ich nehme euch noch mal mit in den Sonnenaufgang rein. So, ihr Lieben, vielleicht habt ihr mal Spaß daran. Hm? Noch eine Fahrt mit mir. Ich habe es diesmal oben mit dem Handtuch das Armatur im Brett gelegt. Besser kriege ich es nicht hin mit der Kamera. Aber es ist so wunderbar heute Morgen, dass ich gedacht habe, ich nehme euch mal mit. Ja? Wir fahren jetzt zur kleinen Senke. Es ist jetzt so um kurz vor sieben. Wir fahren zur kleinen Senke und gehen halt ein Stündchen rauf und runter, und damit die Hunde ihre Bewegung haben. Ich bin wieder ein bisschen spät auf. Ein bisschen spät, gell? Ich fahre vorsichtig, damit mir die Kamera nicht von dem ganzen Gedöns da oben runterfällt. Ihr seht, heute ist ein besonders schöner Tag. Sonne und Nebel. Ich lasse die Kamera jetzt einfach mitlaufen. Das ist nur ein kurzer Weg. Und ich habe überlegt, wie kriege ich das mit der Kamera hin? Also, anders kriege ich es nicht hin als mit dem Handtuch oder Ähnlichem. Ich kann es dann einfach nur so mitlaufen lassen. Ich kann das auch immer noch nicht richtig zuschneiden und dies nicht und das nicht. Ich hoffe, ich werde das irgendwann nochmal lernen mit Filmen. Aber mir fehlt auch meistens die Geduld und die Zeit und die Muße. Also entschuldigt, dass das jetzt ein bisschen schief ist. Stellt euch das bitte in gerade vor alles. Schade, ich kann die Kamera jetzt nicht drehen. Die gute Aussicht ist jetzt gerade linke Hand. Die Sonne über dem Land und so ein bisschen Nebel dazwischen. Aber ich denke, wir können hinterher noch ein paar Fotos machen. Ja, das ist nur ein kurzer Weg hier. Aber ihr seht, ich bewege mich eigentlich immer nur hier so auf dem Lande. Ich habe also, wenn ich mal in ein Städtchen rein muss oder also Städte wollen wir schon mal gar nicht machen, dann werde ich irre. Das kann ich gar nicht mehr. Aber so auf dem Land, das ist so meine Welt, wisst ihr. Die Wege schön leer, schön übersichtlich. Ja, und da genau kommt einer raus. So übersichtlich ist es gerade nicht. Und da liegt garantiert ein totes Tier auf der Ecke. Wenn ihr so Klamen seht oder so Abdeckung an Höfen, meistens ist da ein totes Tier drunter, was abgeholt wird. Ich wusste das auch. Ich habe das vor kurzem irgendwann mal zufällig entdeckt, dass das so ist. Wir sind gleich da. Das ist eigentlich dann allein der Weg, ist doch schon ganz nett, ne? Oh, das war, habt ihr gesehen, der vor uns flog? Das war, der Nebel, wie wunderbar, damit man schöne Bilder machen kann. Das war ein Specht, glaube ich, ja? Ich bin ziemlich sicher, dass das ein Specht war. So, seht ihr, wir sind hier an der Senke. Ich parke immer hier oben möglichst. Und da haben wir das Glück und können nochmal so richtig schön den Nebel und die Sonne sehen. So, ihr Lieben. Da. Ich mache kurz auf Stopp, muss die Hunde rauslassen. So, wir sind da. Schnell muss man schnell mal eben ein bisschen Pipi machen. Dafür sind wir ja auch hier. Ich gehe ein paar Schritte mit euch weiter. Wenn das nicht schön ist, dann weiß ich es doch nicht. Guckt doch mal her. Ist das nicht herrlich? Jetzt zwitsch ich mal so ein bisschen ran. Ist das nicht wunderbar? Ja, gut, dass wir hochgekommen sind heute Morgen. Wunderbar, die Sonne. Noch ein paar Fotos machen. Ist das nicht wunderbar? Also ich bin immer begeistert. Wunderbar, das Licht, ich liebe es. Und da sind meine beiden kleinen Mäuselinos. Ihr seht, die sind gerade wieder am Heu machen. Da oben ist ein großer Flattermann mal wieder. Kriegen wir aber so schnell nicht die Kamera eingestellt. Ich halte die Kamera gerade. Es geht hier abwärts. Nicht, dass ihr denkt, ich bin immer noch ganz schief. Aber ich wollte euch das gern zeigen. Also jetzt wird wieder überall Gras geschnitten, Heu gemacht. Bei uns fuhren sie auch schon wieder. Ja, krack, 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 krack. Da sagen die, ne? Sarah, da sagen die immer krack, 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 krack. Guck mal, innerhalb von ein paar Tagen sind jetzt die ganzen, es wird Herbst, seht ihr, es wird Herbst, es wird alles, es färbt sich alles ein, die Hagebutten sind auch schon eingefärbt.
Ja, es ist auch frisch. Angenehm frisch für mich. Gerade am Wegesrand entdeckt Brennnessel mit diesen schwarzen Raupen und die sind so eingesponnen. Das wird der Tagfaunfalter. Haben wir bei uns auch ganz, ganz viele. Seht ihr? Das ist doch immer schön zu sehen, dass sowas noch ist, ne? Sieht das nicht schön aus? Wunderbar, oder? Und da haben wir meine liebe Mimaus. Wir sind gleich an dem kleinen Brückchen. Und da ist meine Tara. So, ich gehe noch ein paar Meter mit euch. Ich nehme euch noch ein paar Meter mit. Oh, herrlich mit dem Licht heute Morgen wieder. Oh, und die schöne, kühle Luft. Ich liebe das. Ganz ehrlich, das liebe ich unheimlich. So könnte es immer sein. So könnte es immer sein. Dann wäre alles gut für mich. Naja, nicht alles, aber es wäre schon sehr schön. So, gleich am Brückchen nochmal. Wir sind jetzt auf der kleinen Brücke, auf der Seite, wo es nicht plätschert. Es ist Wasser da. Ich drehe mich mal langsam. Ihr seht, der Mai steht noch richtig. Ist ja klar, das ist ja noch zu früh. Und da muss man natürlich schnuppern, weil hier laufen ganz, ganz viele Leute rum. Ich drehe mich weiter mit euch und drehe mich und drehe mich und drehe mich und möchte euch unbedingt nochmal dieses wunderschöne Licht zeigen. Das ist doch wie eine verzauberte Welt, oder? Und jetzt versuchen wir langsam runter zu gehen. Einen Moment, die Kamera braucht eine Minute, um sich da... Da haben wir ein kleines bisschen Wasser. Allerdings, das plätschert kaum, weil es ist einfach noch zu bewuchert und zu verwachsen alles. Aber egal. Man freut sich auch über sowas schon, ne? Oder? Mal hier stehen. Mal ganz tief Luft holen. Ist das herrlich. Ist das herrlich? Sagt man selber. So, ich gehe jetzt weiter. So, da kommen sie, meine beiden. Hier ist dieses kleine Stückchen Weg, wo auch schöne große, naja, mittelgroße Eichen stehen. Und von oben vom Auto bis da hinten zur Bank. Die Bank ist links herum hinterher. Hin und zurück ist immer so ein Stündchen. Kann man schön ein bisschen fotografieren. Kann man Luft holen. Ja, früher sind wir viel, viel länger gelaufen. Es scheitert aber auch dann oft daran. Mir fehlt oft die Kraft. Und guckt mal hier. Leider kann ich euch nur Land und Nebel zeigen. Ich zwitscher mal rein. Aber ich denke nicht, dass da Rehe stehen. Nein, es sind keine Rehe. Es ist einfach nur irgendwas. Die Hunde sehen zwar irgendwas und gucken. Leider keine Rehe heute. Okay, keine Rehe. Und wir schnuppern am Wegesrand. Lesen erstmal Zeitung. Das ist das Wichtigste überhaupt für uns morgens, ne? Tara und Mia, Zeitung lesen. Hi, Hundi. Keiner redet mit mir. Redet keiner mit Petra mehr? Nee, schade. Okay. So, da haben wir wieder so ein Nest von so einem Eichenprozessionsspinner. Und es sieht mir fast so aus, als wenn die da immer noch drin sind. Also, so sieht das vom Weiteren aus. Ich weiß gar nicht, wann die schlupfen. Muss ich doch mal nachgucken. Und ihr seht mich auch. Hallo ihr Lieben, ich wink mal. So. Nochmal einmal in schöne Sommer Sonnennebelland. Wow. Gott im Himmel ist das. Na, die Kamera, die weiß nicht, was sie tun soll. Was wir hier viel haben, ist jetzt Krähen, die auf den abgeernteten Feldern sich noch einiges raussuchen. Ja, flieg doch mal. Schau die Kamera gerade an. Action bitte. Keine Action. Oh, seht ihr, da muss ich jetzt ganz schnell Stopp machen, da kommt der Schulbus. Ich gehe noch mit einmal mit euch den Himmel entlang und zeige euch den schönen Nebel, schöne Licht. Ist für die Kamera nicht ganz einfach. Seht ihr, da kommen wir her.
gehe noch mal einmal ganz rum. Vielleicht könnt ihr so ein ganz klein bisschen mitbekommen, wie wunderbar ruhig das hier ist, wo ich wohne. Naja gut, wenn man jetzt später geht, ist es auch nicht mehr ganz so ruhig. Aber jetzt zur Zeit, wenn man früh unterwegs ist oder noch früher, dann hat man alles für sich alleine. Dann können die Hunde freilaufen. Unsere hören ja gut, das seht ihr ja, die sind nicht am Jagen. Die gucken nur ein bisschen durch die Gegend. Und dann können die auch Freiheit genießen, was ich sehr wichtig finde. Weil ein Hund immer nur an der Strippe hinter sich herzerren, das ist kein Leben für ein Tier. Also so ein Tier möchte ja auch mal gucken und möchte sich alles mal in Ruhe. Ja, Mia, es geht sofort weiter. Tara wird immer ein bisschen ruhiger und langsamer. Ich hoffe nicht, dass sie was hat. Ist auch nicht mehr die Jüngste. Naja. Okay. Jetzt geht's zur Bank. Das Päuschen ist jetzt zu Ende. Bin gerade wieder. Wir gehen jetzt zurück. Ich wollte euch nur die andere Seite zeigen. Und früher sind mein Mann und ich mit den Hunden hier noch geradeaus und einen riesigen Bogen weitergelaufen. Aber das traue ich mir im Moment also gar nicht zu, muss ich sagen. Also mir reicht die Stunde hin und her. Ich weiß nicht, ob ich das noch jemals alleine wieder auf die Beine kriege. Naja, mal sehen. So, eben kann man es ahnen. Wir haben ja hier bei Strombeck auch einige der Windriesen stehen, wie ich sie immer nenne, diese Windräder. So gerade kann man sie durch den Nebel sehen. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Die Sonne ist schon ein ganzes Stück höher gestiegen. Ich zeige euch nochmal. Das Land ist jetzt richtig hell und grell, das Licht. Aber schön ist es trotzdem immer noch. Man kann nur nicht mehr so gut filmen. Das Schönste haben wir jetzt gesehen. Und ich zeige euch nochmal hier die beiden ungeduldigen Damen. Huhuhu, sagt die Mia, es dauert mir alles wieder viel zu lange heute. Ja, jetzt geht's wieder nach Hause in den Trott. Vielleicht filme ich, ich glaube, wir haben das Beste gesehen. Deswegen sagen wir drei für heute erstmal Tschüss. Macht's gut, habt einen schönen Tag heute. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.